Du vermisst jemanden und möchtest gerne, dass der zu dir zurückkommt. Hallo, hallo, herzlich willkommen bei meinem Kanal. Hier sprechen wir über Manifestation, wie du durch deinen richtigen Seinszustand, durch dein richtiges Denken genau das manifestierst, was du dir wünschst. Wir sind alle unendliche Wesen. Einzig und allein sind wir Energie, wenn wir aufhören, in Materie zu denken. Und wenn wir beginnen, in Energie zu denken, dann können wir alles in Materie umwandeln, was wir uns wünschen. Ja, Thema vom heutigen Video ist, du möchtest etwas manifestieren, einen Menschen in dein Leben ziehen, etwas an Geld, an Erlebnissen in dein Leben ziehen, was im Moment nicht da ist. Du vermisst diese Sache und du möchtest, dass diese Sache bei dir ist. Und wenn du mir schon lange genug gefolgt hast, dann weißt du, dass es darum geht, dass du die Person wirst, der genau die oder der genau diese Sache hat. Das heißt, du denkst aus dem erfüllten Wunsch, aus der Situation, wo dein Wunsch erfüllt ist. Das heißt wiederum, du musst dich sehen als jemand, dessen Wünsche erfüllt sind. Und das Problem ist, im Zustand des Vermissens kann Erfüllung nicht herrschen. Du musst deinen Zustand verändern. Und was ist so schwer daran, seinen Zustand zu verändern? Das sind Gefühle, das sind Emotionen und scheinbar der Körper, der möchte sich nicht verändern, der möchte in diesem Zustand des Vermissens und des Nicht-Erfüllt-Seins bleiben. Aber das ist eben genau dieser Kreislauf, dieser Teufelskreis, aus dem du aussteigen musst. Und der erste Schritt, wie du daraus aussteigen kannst, ist, dass du weißt, deine Gefühle sind nur manifestierte Gedanken. Und in dem Moment, wo du das realisierst du, dass wenn du deine Gedanken veränderst, verändern sich deine Gefühle. Du lässt diesen Magnetismus vom unerwünschten Zustand los, erlaubst dir, loszulösen, dich von dieser Situation, in der dein Wunsch nicht erfüllt ist, in der du im Mangel bist, weil diese Gefühle losgelassen haben und du kannst quasi aufsteigen aus der Situation heraus, weil Manifestation ist ja nur vertikal. Das heißt, du bist immer du, aber es kommt darauf an, als wer du dich im Hier und Jetzt wahrnimmst. Also steigst du aus der unerwünschten Situation auf. Du hast deine Gedanken geändert. Du hast deine Ansichten geändert. Deine Gefühle lassen los. Du kannst aufsteigen. Und du hast wieder einen neuen Überblick, eine neue Ansicht. Und zwar losgelöst von dem, was du nicht mehr möchtest, losgelöst von dem, wo du im Mangel bist, und du siehst wieder alle Möglichkeiten und alle Potenziale. Du siehst plötzlich das Potenzial, das du möchtest, und zack, klickst du dich ein, siehst dieses Potenzial für dich, erkennst, dass dieses Potenzial da ist, aus dem Raum der unendlichen Möglichkeiten und Potenziale, und sagst, gut, in dieses Potenzial steige ich jetzt ein, in diese Möglichkeit, in diese Szene, in diese Situation. Und nur allein mit der Entscheidung dieser Wahl kommen dir
alle Vorstellungen und Gedanken, die mit dieser Szene und dieser Wahl in Verbindung stehen. Und du bist in deinem erfüllten Wunsch und du bist in der Erfüllung. Und wie du siehst, findet das Ganze energetisch statt. Und energetisch heißt nun mal unsichtbar, völlig losgelöst von dem, was du vorher gesehen hast. Und da kannst du dir auch wieder klar machen, was du vorher gesehen hast, hast du nur gesehen, weil du dich damit beschäftigt hast. Und nachdem du dich vorher damit beschäftigt hast, dass du jemanden oder etwas vermisst, warst du in dieser Szene, in dieser Situation emotional gefangen und gebunden. Und dadurch, dass du erkannt hast, was da gelaufen ist mit dir und weil du erkannt hast, wie du dich da rauslösen kannst und die Entscheidung getroffen hast, dass du dich da rauslösen willst, hast du dich losgelöst, erhöht in eine neue Perspektive, wo plötzlich alle möglichen Potenziale für dich sichtbar wurden. Du hast das Potenzial gewählt, wo die Sache anwesend war oder ist, die du haben möchtest, hast dich darin gesehen, hast umgeschaut und hast dich emotional damit verbunden und schon hast du deine Szene, deine Situation und deine komplette Realität verändert. Das ist zum Beispiel der Prozess, der stattfindet, wenn du eine Meditation machst, wo du geführt wirst. Aber das Wichtige ist eben, dass du erkennst, was der Prozess, was das Prinzip dahinter ist, dass du nicht mehr abhängig bist von Meditationen, von Führungen von anderen, sondern dass du selbst entscheidest und dich selbst führst in Situationen und in die Realität, in der du sein möchtest. Und wenn du diesen Prozess und dieses Prinzip verstanden hast, dann wirst du nie wieder leiden unter Mangel, unter Abwesenheit, unter Vermissen. Dann wirst du immer in deine Kraft aufsteigen können und die Situation, wo dein Wunsch erfüllt ist, wählen und fühlen können. Aber es geht nur über diesen Prozess, den ich dir vorher beschrieben habe. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt, der immer wieder von Leuten, die so lange, wie zum Beispiel auch ich, das Gesetz der Anziehung studiert haben. Und ich habe es studiert. Ich habe jahrelang Abraham Hicks studiert. Jeden Tag, stundenlang. Das Gesetz der Anziehung und war verzweifelt auf der Suche, wie ich in diese Frequenz, in diese Vortex kommen kann. Und ich habe immer wieder versucht, meine Frequenz zu ändern, meine Frequenz zu ändern. Hätte mir damals nur jemand gesagt, deine Frequenz sind deine Gedanken. Frequenz ist Energie in Bewegung und du setzt Energie in Bewegung durch deine Gedanken und durch deine Vorstellung, was auch wiederum durch Gedanken entsteht. Das hätte mir Jahre gespart. Aber gut, das war der Weg und auch dein Weg hat dich jetzt hier hingeführt zu diesem Video und dazu, dass du erkennen darfst, dass das Gesetz der Anziehung nicht funktioniert, indem du Dinge anziehst, sondern dass es funktioniert, indem du dich in eine Situation hineinsetzt, wo die Dinge schon sind. Und das ist etwas anderes, weil wenn du weißt, dass Kreation beendet ist, dass Schöpfung beendet ist, dass alles in dem Moment entsteht, wo du dran denkst, nimmt dir das so viel Stress weg. Kannst du dich einfach entspannen und kannst sagen, das ist ja schon da.
Meine einzige Aufgabe ist es, dort hinzugehen und mich reinzusetzen in diese Situation und in diese Vorstellungskraft. Ich muss es nicht erst noch erschaffen, sondern ich kann einfach hineingehen und dann ist alles da. Und wenn ich nur diese Intention setze, ich bin dort, ich bin da drin, ich bin die, die dort ist, die es hat, die im erfüllten Wunsch ist, dann bringt mir mein Verstand sofort die Gedanken und durch die Gedanken eben auch die Gefühle dieser Situation. Also es geht andersrum. Ich muss nicht erst die Gedanken und die Gefühle so krass manifestieren als jemand, der im Mangel ist und der das Ganze nicht hat, sondern ich muss erst sagen, ich bin dort, ich bin erfüllt, ich bin, die Kreation ist erfüllt, ich bin göttliches Design. Zack, 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 wenn ich nur sage, die Sachen sind da, sind sie schon da. Und meine einzige Arbeit ist, aus meinem menschlichen Manifesten über meinen Körper, über meine Abwesenheitsansichten hinauszusteigen, die Realität zu wechseln und mich dort einzunisten. Es ist meins. Es gehört mir. Es steht mir zu. Ich bin die Person, die mit all diesen Sachen versorgt und gesegnet ist, die in dieser Realität anwesend sind. Und ich bleibe. Ich bleibe, ich bleibe, ich bleibe. Ich gehe nicht mehr zurück. Das gehört mir. Ich setze mich richtig fest. Ich erlaube keinem Gedanken, keiner Vorstellung, keiner Angst, keinen Zweifel, mich da rauszusetzen und sagen, nein, nein, ich bin die. Ich habe mich hier reingesetzt. Ich bin die Frau in dieser Realität. Ich bin dieser Mann in dieser Realität. Alle Dinge, die zu dieser Realität dazugehören, alle Gedanken, alle Emotionen, alle Erlebnisse, die sind meins, jetzt schon. Und ich bin in dieser Welt und du merkst, du bist in einer energetischen Welt, du bist in einer Welt der Vorstellung und das ist dein Platz, wo du hauptsächlich sein musst. Und wenn dein Verstand oder dein altes Denken dir sagt, ja, das ist Illusion, das ist nicht Realität, dann sagst du, halt, 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 so entsteht Realität. Ich bin der Schöpfer, ich mache so Realität und ich mache so Realität ab jetzt und immer wieder in Zukunft und jeden jetzigen Moment, der nur besteht, mache ich Realität so, wie ich es will, bewusst und ich lasse mich nicht mehr abhalten von bewusst zu erschaffen im Energetischen. Ich weiß, wie ich energetisch wirke, ich weiß, dass meine Gedanken, die energetischen Ladungen sind, die sich nachher manifestieren in allem, in jedem Menschen und in jeder Materie sogar. Ja, und wie kannst du das jetzt machen? Wie kannst du das umsetzen? Wie kann ich dir ein Beispiel dazu geben? Da gibt es jetzt das nächste Video. Wie komme ich aus dem Vermissen heraus und komme dahin, dass ich erfüllt bin mit dieser Beziehung, mit dieser Person. Also, dieses Video kommt als nächstes, ist hier oben angepinnt. Schau es dir an.